Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Komm mit vertrauensvollem Herzen zu Gott, er wird dich nicht enttäuschen. Und David sagt im Psalm 145, Vers 18 und 19, der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er geht auf die Wünsche derer ein, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Und das hat David schon gewusst, dass wir, wenn wir mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommen, dass er uns hört und er ist dir ganz nahe und er sagt dir auch seine Hilfe zu. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Es ist zwar nicht Weihnachten, aber lass dich überraschen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat und heute nicht am Telefon bis 13 Uhr. Wir haben heute kein Telefon besetzt. Lass dich überraschen. Ja, es war die Situation, dass Jesus auferstanden ist und dann zu seinen Jüngern gesagt hat, ich gehe jetzt und ich werde euch einen Tröster senden, den Heiligen Geist, was ja auch passiert ist. Und ich habe diese Woche eine Bibelstelle bekommen, die folgendermaßen übersetzt ist über diese Situation von Johannes 14. Da steht, es ist zum Vorteil, dass ich gehe, sagte Jesus. Nein, ich nehme dir nicht meine Anwesenheit. Ich werde dich überraschen mit meiner Nähe. Ich finde das so stark. Ich werde dich überraschen mit meiner Nähe, sagt Jesus zu dir, zu uns alle. Und ich glaube, die Überraschung brauchen wir, nicht nur seine Anwesenheit. Wir gehen oft in den Gottesdienst und sagen, ach danke Herr, dass du da bist. Manchmal fühlen wir es, manchmal sagen wir es nur, aber nein, ich werde dich überraschen mit meiner Nähe. Und der Heilige Geist in dir ist die totale Nähe Gottes. Und das heißt, die Nähe ist schon in dir. Aber lass es zu, dass dich Jesus überrascht, nicht nur mit seiner Gegenwart, sondern mit seiner Nähe. Und ich sag dir, probier's aus. Und das ist genauso, wenn du vielleicht Wein trinkst und hast einen Keller oder irgendwelche Kostbarkeiten im Keller. Du kannst sie 1000 Jahre im Keller haben und wenn du nicht mal in den Keller gehst und die Flasche aufmachst, kannst du das Kostbare nicht genießen. Und so sage ich dir auch, in dir ist der Heilige Geist. Wenn du ihn nicht benutzt, kannst du die Nähe Jesu nicht erfahren. Und er möchte dich überraschen mit seiner Nähe. Hey, ich danke dir dafür, für jeden, den du heute überrascht. Vielleicht so, wie er es noch nie erlebt hat, mit deiner Nähe, mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir dafür, für dieses wunderbare Wort, wo du sagst, ich will dich mit meiner Nähe überraschen. Danke. Amen. Amen. Und wir möchten auch heute für Menschen beten, die Sorgen und Nöte haben. Und eine Mutter schreibt hier für ihre Tochter. Hallo, ich bitte um Gebet für meine Tochter. Sie ist 20 Jahre alt. Ihr geht es seit längerem nicht so gut. Sie ist ständig erkältet, hat Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Aus diesem Grund wird sie mehrere Blutuntersuchungen machen. Ich bitte, dass ihr für sie betet, dass es nichts Schlimmes ist. Mir geht es deswegen natürlich auch nicht so gut, mache mir Sorgen. Ich bitte Gott, dass er sie ganz heilt. Jesus, und wir danken dir, dass du diese Tochter kennst, die ständig erkältet ist und mit Kopfschmerzen, Halsschmerzen und was immer auch daran noch hängt. Und wir danken dir, Jesus, dass du eingreifst, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch ihren Körper fließt, durch den ganzen Kopf. Und ich danke dir, dass du diese Symptome wegnimmst und auch die Ursache bekämpfst. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der heilt, und das glauben wir. Wir danken dir auch für die Mutter, die sich Sorgen macht. Danke, dass sie in deinem Frieden sein darf, dass sie die Sorgen an dich abgeben darf und dass sie wirklich in deinem Frieden ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen haben wir für einen gläubigen Freund. Und da schreibt jemand, Gebet für unseren gläubigen Freund. Er ist depressiv und hat versucht, sich am Wochenende mit Tabletten das Leben zu nehmen. Gott sei Dank wurde er noch rechtzeitig gefunden.
Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen lieben Mann kennst, der auch dein Kind ist. Und ich danke dir, dass du ihn aus dieser Umnachtung herausholst. Danke, Jesus, dass diese Dunkelheit durchbrochen wird von deinem Licht. Und ich danke dir, dass du hineinkommst in sein Leben mit Freude und mit Licht und mit ja, Ermutigung. Danke, Jesus, dass jeder Geist des Todes weichen muss von ihm und dass er wieder ein wunderbares, normales Leben führen kann. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du der Herr bist über diesem Mann. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen wegen ihrer Schmerzen. Bitte betet für mein rechtes Bein, da Hüfte, Knie und Fußschmerzen, auch mein rechtes Handgelenk und das Daumengrundgelenk schmerzen. Danke. Ja, danke, Herr. Herr, du hast dieses Gebetsanliegen gehört und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Schmerzen verschwinden, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, im Bein, Hüfte, Knie, Fuß und wo es überall noch wehtut. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, auch, Herr, die Ursache, Herr, dass sie wirklich verschwindet und dass diese Schmerzen verschwindet in Jesu Namen. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen wegen Magenproblemen. Eine Frau schreibt, ich bitte um Heilung von meinem Magen. Ich fühle immer wieder eine innere Anspannung und ich habe auch an Gewicht verloren. Danke, Herr. Herr, du kennst auch dieses Magenproblem. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass da Ruhe und Ordnung hineinkommt. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass dieser Magen wieder funktioniert, wie er geschaffen wurde von dir. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir da auch deine himmlische Ordnung hineinrufen dürfen. Danke, Herr. Amen. Und viele Gebetserhörungen haben wir wieder bekommen und einige habe ich mitgebracht. Und da schreibt eine Frau Folgendes. Es war eine Gebetserhörung bei der Gebetsnacht. Über 4 Monate hatte ich große Darmprobleme. In der Gebetsnacht bat ich sie um ihr Gebet. Und beim Anhören der ersten 2 CDs von Daniel und Isolde wurde ich geheilt. Die Worte Jesu, es ist vollbracht, und Glaube und Vertraue gingen tief in mein Herz, als hätte ich sie noch nie gehört. Gleichzeitig wusste ich, dass sie mir galten. Ich glaubte und bekannte sie immer wieder. Mein Darm arbeitet wieder normal. Mein ganzer Dank und mein Lobpreis gehören Jesus. Auch Ihnen ein herzliches Vergelt's Gott für Ihr Gebet. Ja, wie wunderbar, wenn Gott eingreift. Glauben und Vertrauen, das ist ein wichtiger Punkt. Und ein Mann schreibt uns, wie Gott Gebet erhört. 2014 und 2015 habe ich mich an Sie mit einem Gebetsanliegen gewandt. Meine Cousine hatte Lungenkrebs und mein Anliegen war, dass Sie für Heilung und Errettung beten. Sie durfte noch 5 Jahre leben. Wenige Tage vor ihrem Tod hat sie ihr Leben unserem Herrn Jesus gegeben. Danke für Ihre Gebete. Wie wunderbar, wenn Menschen errettet werden. Gott schenkt Veränderung in jeder Beziehung. Gib nicht auf und halte fest am Gebet. Da schreibt uns jemand, Anfang des Monats bat ich euch um Gebet für meine Schwester, die in ihrer schwierigen Situation nur noch weinte und klagte. Sie ist in eine ganz andere geworden und ihre Sprache hat einen neuen Modus angenommen. Ich danke euch von ganzem Herzen für euer Gebet, das Gott so deutlich beantwortet hat. Ja, das ist wunderbar, wenn Gott antwortet. Gott hat auch für verloren gegangene Sachen eine Lösung. Eine Frau aus der Schweiz schreibt Folgendes. Ich bat sie um Gebetsunterstützung für meine verloren gegangenen Unterlagen für Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr. Gestern hat mich die SBB angerufen, dass meine Sachen gefunden und bei ihnen abgegeben wurden. Ich konnte alle dort abholen. Ich war sehr froh. Vielen, vielen Dank für eure Gebete. Ja, und Gott findet auch unsere verlorenen Sachen wieder. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe vorletzte Woche meinen Geldbeutel zum ersten Mal verloren
und das noch bei einem großen Fest. Das ist wirklich ein Wunder, wenn man das wieder zurückbekommt und noch alles drin ist. Gott hat auch wirklich, hört auch wirklich Gebet in solchen ganz normalen Situationen. Hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Lass dich von Jesus überraschen. Du sagst, ja, würde ich gerne. Ich sag aber auch, sei bereit für eine Überraschung. Nicht alles weiß ich schon. Danke, Herr, und mach so, mach so, mach so. Sondern bete doch einfach mal, Herr, überrasche mich heute mit deiner Liebe. Überrasche mich mit irgendwas, wo ich spüre, du bist es. Ich sag dir, es wird dir Freude machen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du uns gerne schreiben. Und heute nicht am Telefon bis 13 Uhr. Heute ist das Telefon nicht besetzt. Aber was wir haben unser neues Magazin, das da ist. Falls du es noch nicht kostenlos bekommst, melde dich, schau auf das Internet, auf die Webseite, da kannst du es völlig kostenlos bestellen. Wir verabschieden uns nun und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.